Servus Performance und Friends, was geht ab? Ich sag nur eins, welcome to Saint-Tropez. Was machen wir in Saint-Tropez? Wir sind bei Robert und Carmen Geist, bei der Familie Geist und wir freuen uns megamäßig hier zu sein. Dieses Video wird obergeil, ich schwör's euch. Im Hintergrund wird fleißig gearbeitet, Performance for Friends. Wir schwenken einmal komplett um. Villa Geisini im Hintergrund. Und was sollen wir hier machen? Es war ja bisher immer so, dass die ganzen Autos draußen gestanden sind. Irgendwann war das natürlich auch nicht so toll für die Autos. Hatten Robert gestört, deswegen hat er einen Carport gebaut. Hat dann zu uns gesagt, hey Jungs, da kommt ganz klar ein Performance-Loft für mich drunter. Natürlich mit allem drum und dran, LED, was dazugehört. Deswegen seid einfach gespannt, was euch in dem Video erwartet. Normal. Hast du mich aufgenommen? Ich hab Wasser im Ohr. War wohl im Pool gestern zu feucht, hä? Ja. Inklusive Bohrer? Mit alles. Bohrer für Baustelle. Hättest du andere mit Rot, hä? Wäre besser gewesen. Aber kein Geld für Rote, deswegen kaufen Grün, Blaue. Okay, gut. Geht nichts weg. Zieh doch mal richtig. Geht? Nicht, Alter, zieh doch mal richtig. Verkantet. Jungs, ja? Warum verlegt ihr hier den Boden, nicht im Carport? Wir müssen gerade noch ein bisschen auf die Carportbauer warten. Und da haben wir gesagt, jetzt nutzen wir die Zeit einfach ein bisschen und stecken schon vor. Dann haben wir es nachher beim Verlegen einfacher. Das heißt, ihr macht dann jetzt einen Quadratmeter immer zusammen? Genau, genau. Das bietet sich auch recht gut an, weil laut Plan haben wir nämlich hier genau immer Sechserfelder, also drei Platten aneinander, 1,20 Meter. Und die können wir schon vorstecken und danach, wenn wir den Boden legen, dann können wir die einfach kurz einklicken zu zweit, dann sind wir noch schneller. Ja, was ich jetzt schon gemacht habe, ist, ich habe schon die Seite, wo wir nachher anfangen, und abgefegt alles. Einfach, dass der Untergrund sauber ist, sieht man hier auch. Und ansonsten, was kann man noch machen? Wir können ausmitteln. Also, wo ist der Startpunkt? Wo fangen wir mit der Platte an? Stecken wir uns eine Fläche vor, die man hier sieht. Da ist die Parkfläche mit Weißalu. Das haben wir uns schon vorgesteckt. Und dann geht man einfach her und zeichnet auf dem Boden schon mal die Achse ein. Also, habe ich mir einen Strich auf dem Boden gemacht. Hier ist die Achse. Das ist genau die Mitte zwischen diesen zwei Flächen. Und da weiß ich dann, da muss ich die Platte ansetzen und dann fliege ich nach links und das war's eigentlich schon. Und dann wird Fläche nach hinten verlegt. Genau. Und deswegen stecken wir jetzt halt vor, weil hier an diesem Pfosten, da kommt ein Dreierfeld rein und die tut der NSS jetzt gerade schon so fleißig vorstecken. Genau. Und dann haben wir's nachher einfacher und schneller. Warum lasst ihr so viel Abstand hier zur Wand? Hier unten ist es ziemlich warm und Kunststoff, Polypropylen, dehnt sich bei Wärme aus. Und da geben wir als Hersteller einfach die Verlegevorgabe, 3 cm zu der festen Bauteile zu lassen. Als Dehnfuge? Als Dehnfuge, genau, richtig. Ja. Und die ziehen wir auch konstant durch, dann sieht es auch gar nicht so schlimm an. Aus. Was viele von uns schon gemacht haben, finde ich sehr schick. Gerade wenn man jetzt Anthrazit als Farbe hat, dann tun die den Boden so die 10 cm den Boden streichen in Anthrazit. Und dann vielleicht auch noch die Wand, kann man ja. Aber wenn der Boden dann Anthrazit ist, dann sieht man das nicht so stark die Dehnfuge. Das heißt dann praktisch einfach den Boden streiche in Bodenfarbe von uns. Genau. Und dann sieht man die Dehnfuge nicht so. Oder unser Sockelprofil, das wir ja auch haben. Genau.
Darmtrakt die Stadt dran machen. Das überdeckt genau die 3 cm. Genau. Ja. Yeah, servus Performance Floor Friends, wir sind jetzt endlich fertig. Wir haben soweit alles erledigt, alles gemacht. Auch in Zusammenarbeit mit diesem tollen Carport von der Firma Schwenk. Also falls ihr auf der Carport-Suche seid, gerne mal vorbeischauen. Den Link packe ich unten mit rein. Villa Geisini können wir jetzt beide Firmen einen Haken dran machen. Robert und Carmen sind super zufrieden, sind wunderbar. So tolle Menschen, die ganze Familie und auch das ganze Personal. An der Stelle auch vielen lieben Dank für die ganze Verpflegung. Vielen Dank für Speise und Trank. Und es war wirklich eine tolle Erfahrung mit euch. Was haben wir denn hier gemacht? Zum einen unseren Performance Floor angepasst ans Carport. Es hieß Anthrazit hat das Carport, also nehmen wir klar unsere Anthrazit Farbe. Haben das kombiniert, elegant mit weiß Aluminium. Hier haben wir 2 Stellflächen für 2 Autos. Dann da drüben nochmal eine Stellfläche für 1 Auto. Und die Aufgabe war noch im Hintergrund einen Geräteschuppen zu machen oder auch mal für die Harley, dass die da hinten rein kann. Haben wir alles gemacht. Wunderbar verlegt. Was haben wir sonst noch alles verbaut? Wir haben zum einen klar den Boden, kennt jeder. Dann haben wir die LED-Leisten reingebaut. Wir haben ein Anti-Rutschband unten drunter reingebaut. Das heißt, der Boden ist dann auch wirklich gegeben, dass da nichts passiert. Die Anforderung war nicht so ganz einfach, weil wir haben, durch das, dass ein Carport ist, unten drunter einen komplett unebenen Boden. Aber auch hier, dank der Pro 48-Verbindung, die stärkste Verbindung weltweit, hebt der Boden. Gott sei Dank. Von dem her passt das alles. Wir haben auch noch einen komplett abschüssigen Boden. Daher Anti-Rutschband nur im vorderen Bereich. Das heißt, wenn das Auto drauf fährt, das Gewicht drückt es runter. Somit hat der Boden Grip, kann nicht wegrutschen unten runter. Ansonsten braucht es einen kleinen, sensiblen Fuß und dann war's das. Performance Floor Friends, ich kann euch eins sagen, mega cool hier in Saint-Tropez. Wer Instagram schaut, weiß das. Wer es nicht macht, sollte uns jetzt auf Instagram folgen. Achso, und was auch noch ist, Mückenplage hier. Echt schlimm. Ich mache mich vom Acker, bis dann macht's gut. Und ihr wisst ja, alles andere wie das hier ist eine bodenlose Frechheit. You have to understand how things are up here. Understand how things are up here.